Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Also, hallo! Und Redeführerin ist Jingle Bell. Hallo zum dritten Teil von Comic Raclette. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Hunger und seid nicht alle schon satt. Ich bin am Überlegen, mir gleich mal einen Nachtisch zu machen. Wir haben ein paar Fragen schon abgehakt, sage ich mal. Und ich habe eine, und zwar digital oder nicht digital. Also ich weiß nicht mehr die genaue Frage, aber... Also ob wir Print lesen oder doch eher digital bevorzugen. Ja, genau, bei mir ist das nämlich so, ich hatte immer schon große Vorurteile gegenüber von dem Digitalen, aber die E-Books haben mir das dann doch schmackhaft gemacht. Also ich bin doch mittlerweile sehr großer Fan von E-Books geworden. Bei Comics sehe ich das allerdings total anders. Also ich kenne viele, die das übers Tablet lesen, auch weil es ein bisschen günstiger ist und man einfach nicht losgehen muss, sondern sich das einfach so kauft oder drauf. Mhm. Und aber Comics sind für mich halt eine Art Kunstform. Ich hatte auch damals immer gesagt, nö, ich will nur Sammelhefte haben. Mittlerweile bin ich auch großer Fan von Einzelheften, sondern einfach wegen der Cover, wegen des Artworks, wegen der Kunst. Und deshalb würde ich das ehrlich gesagt niemals digital lesen wollen. Ich sehe es eigentlich wie du, aber ich bin momentan an der Schwelle, dass mein Platz, glaube ich, langsam ausgeht und ich halt ehrlich gesagt keinen Bock habe mehr, alle zwei Monate eine neue Box zu kaufen und die einzusortieren. Und ich habe jetzt ein paar digital gelesen und wenn du einen coolen Comic-Reader hast, der halt von Panel zu Panel geht und automatisch dir die Sprechblasen eventuell sogar anzeigt, ist es schon nicht schlecht. Also ich finde nach wie vor ein richtiges Heft ist cool, aber ich glaube, genauso wie ich mich irgendwann tatsächlich von CDs verabschiedet habe und jetzt eigentlich nur noch über Spotify oder MP3 Musik höre, kann es gut sein, dass es irgendwann kommt, dass man auf digital umsteigt. Sobald man Touchscreen hat, habe ich halt immer die Angst, dass man zu sehr einfach den hier macht. Ich habe halt nicht so ein gutes Tablet, was auch nicht so schnell ist, von daher. Ja, aber du weißt, was ich meine, dass man einfach anfängt, Panel für Panel, okay, Sprechblase ist durchgelesen, switch weiter, so. Mhm. Hier ist halt der Preis, also was mich, ich bin oldschool in allen. Also alles, was ich sammle, sammle ich oldschool auf Datenträgern, auf Medien. Also egal, ob es jetzt meine Filme sind, meine Spiele oder halt eben meine Bücher und Comics, weil für mich das halt eine Wertigkeit darstellt. So, ich bezahle dafür Geld und ich will es dann quasi auch haptisch besitzen. Mhm. Und wie auch Annabelle sagt, für mich das ist es halt eben Kunst. Meine Artbook stelle ich mir gerne ins Regal, weil ich sie auch gerne mal einfach so abends Lampe anmachen, Kerze anmachen, rausholen und dann halt drin rumblättern, lesen, es anfassen, es verleihen. Und ja, und digital, klar, wenn ich einen E-Book-Reader hätte, aber selbst da sage ich, sind mir halt die Preise zu hoch. Ich will nicht denselben Preis bezahlen und quasi dann nur für mich ein natürlich, der Arbeitsaufwand und die kreative Leistung dahinter ist halt dieselbe. Das Einzige, was fehlt, ist quasi das Medium, worauf es gedruckt ist, was ja wieder keine kreative Leistung ist. Aber trotzdem will ich es halt so haben, wenn es ein Gimmick wäre. Und das, finde ich, sollte man echt eigentlich flächendeckend einführen, halt in dieses Gimmick, dass zum Beispiel bei jedem Buch, was ja bei DVDs mittlerweile fast schon Standard ist. Das ist bei Marvel so. In Amerika, bei uns in Deutschland ja leider immer noch nicht. Das ist halt bei jedem Buch oder bei jedem Comic. Weil Marvel keine deutschen Comics rausbringt. Ja, aber halt im Panini. Nein, aber das ist ja in dem Sinne nicht Marvel. Ja, aber die können ja trotzdem die E-Comics quasi auch in Deutschland übersetzen und auch einen Code dazu beilegen. Dann und müssten die aber wieder Geld investieren, um das zu machen und das mit dem Hosten. Aber das fände ich halt den sinnvollsten und auch coolsten und besten Schritt, um das halt abzudenken. Weil klar, natürlich, wenn ich jetzt einen Comic kaufe, ein haptisches, und dann Download-Code oder halt eben Buch kaufe und dann den E-Code dafür habe, also um das halt auf meinem E-Reader zu lesen, würde ich es halt natürlich auch machen, weil das schont natürlich auch das Heft und für unterwegs ist es sowieso am allergeilsten. So vor. Weißt du, also ich überlege mir natürlich lieber, nehme ich den kleinen E-Reader mit oder nehme ich so einen Stapel Hefte mit, aber ich würde es halt nur so gebündelt machen, so alleine nur ich das. Ich fände es umgedreht interessant. Ich kaufe mir digitale Hefte und wenn ich eine Sammlung habe, gehe ich irgendwann in den Comicladen und sage, hier, die habe ich gekauft, gib mir die jetzt auch mal in echt. Ach so. Wenn mein Haus dann irgendwann mal so groß ist, dass ich die dann noch beherbergen kann. Aber das funktioniert ja leider. Nein, natürlich auch nicht. Das ist eine Traumvorstellung. Also ich zum Beispiel muss sagen, das ist ja, wie wir vorhin schon mal kurz hatten mit Iron Man und Batman, das ist so eine Religionsfrage. Es gibt Leute, die halt unbedingt das Haptische wollen. Da ist auch irgendwo eine Frage noch drin mit dem Grading. Das Thema hatte ich letztens nämlich auch irgendwo. Das habe ich nicht ganz verstanden. Das ist tatsächlich die Geschichte, dass es eine Wertanlage ist. Also es ist auf Conventions ist es tatsächlich auch so, dass du meinetwegen mit dem Heft, das du vielleicht auch gerade erst gekauft hast,
was ja dann quasi, weißt du, 10 von 10, also erstklassiger Zustand und sonst was alles, kannst du halt hingehen zum Autoren oder Zeichner und dann unterschreiben lassen und dann gehst du gleich hin zu den, sag ich mal, Gradern, die dann sagen so, okay, jetzt ist es nur noch 9, irgendwas und dann schweißen sie es mehr oder minder in so Plastikhüllen halt ein und oben ist halt wirklich so ein Zertifikat, dieses ist eine 9, irgendwas. Und das ist dann halt auch wegen Wertanlage oder sowas. Deswegen viele Leute, die halt wirklich das Haptische ist das eine. Und wie du ihr halt auch sagt, dass ihr der Kunstform mehr huldigen könnt, also das, was der Zeichner oder so gemacht hat, das ist das eine. Das andere ist halt, einige sehen das als Wertanlage. Ich persönlich muss sagen, heutzutage Comics, ihr werdet kaum was finden, was ihr aktuell kaufen könnt, was wirklich mal wirklich wertvoll wird. Dazu ist das Thema durch. Da hättet ihr schon was ich wann anfangen müssen. Ja. Und deswegen ist das Thema bei mir raus. Was mir persönlich unangenehm ist, das, was du sagtest, mit gleicher Preis. Mhm. Das ist ja aber im Grunde auch das gleiche Thema, was wir haben mit, sag ich mal, CDs und ich kauf's bei iTunes oder solche Sachen. Was ja aber schon besser wird. Also DC werden die Comics nach einem Monat günstiger. Und es gibt ja sogar Humble Bundles für Comics. Genau, da wäre ich auch noch drauf gekommen. Mhm. Also Humble Bundle ist tatsächlich so ein Thema. Story Bundle hat auch schon mal welche rausgebracht. Also viele. Also ich glaube, gerade aktuell, wo wir es jetzt gerade aufzeichnen, wahrscheinlich nicht, wenn wir es ausstrahlen, aber ist wieder ein, von Boom Studio, ist halt ein Bundle bei Humble Bundle, was weiß ich, im Wert von über $300 halt Comics, die du halt für, sag ich mal, 15 dann kriegen kannst. Natürlich ist es digital, ich habe schon einige Bundles gekauft, du hattest mich mal gefragt wegen Doctor Who Comics, habe ich halt so ein Bundle gekauft, weil ich halt so drauf war, ja, will ich mal reinschnuppern und dann kaufe ich halt günstig ein Bundle. Und ich kann mir dann ja im Nachhinein immer noch überlegen, ich würde das nicht für ein einzelnes Heft machen, was jetzt irgendwie 3,99 kostet und danach überlegen, ob ich es im Print haben will. Aber gerade diese Humble-Bundle-Sachen, wenn man sagt, man kann es auf Englisch irgendwo lesen, den E-Book-Reader-Kram, ich lese halt auf dem iPad dann solche Sachen auch, dann finde ich solche Sachen gerade, finde ich eigentlich klasse, einfach um reinzuschnuppern. Und dann kann man sich immer noch überlegen, ob man sich vielleicht ein Trade Paper, also ein Sammelband oder ein Omnibus. Da wäre mein Gewissen denn so, wenn ich es digital habe, will ich es jetzt nochmal als Print haben? Ich habe es ja schon. Das ist, dann muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich mache halt wirklich alles. Also ich kaufe digitale Sachen, ich kaufe monatliche Hefte, ich kaufe Sammelbände, aber eigentlich weniger das, was man grundsätzlich als Trade Paperback bezeichnet, sondern ich bin halt Fan von mehr den Deluxe-Varianten, also nicht mit dem Softcover ein Trade, sondern wirklich mehr mit Hardcover. Und ich bin halt sehr großer Fan von dem, was wir hier die ganze Zeit als Omnibus bezeichnen, was ja dann auch großformatiger ist als das normale Heft, weil da die Kunstform ja noch mehr rauskommt. Ich habe alle Hellboy Library Editions, sind halt wirklich Einbände, die sind halt so groß und da sind halt, weil der Comiczeichner zeichnet ja nicht auf diesem DIN A4, der zeichnet ja größer. Und das kann man gerade in den, zumindest das, was Marvel und Dark Horse oder so, Dark Horse nennt Omnibusse das Taschenbuchformat. Also wenn du einen Dark Horse Omnibus dir irgendwo suchst, stellst du fest, dass die halt sehr klein, kompakt drucken. Aber Marvel, da ist ein Omnibus wirklich das große. DC hat, was ist denn da? DC hat auch einen speziellen Namen dafür, für die großformatigen Dinger. Ansonsten habe ich zum Beispiel Marvel Unlimited abonniert, was mehr oder minder das Netflix-Modell für Marvel-Comics ist, dass du halt meinetwegen einmal jährlich zahlst und kannst alles, was Marvel digital veröffentlicht, das ist halt lesen, im Grunde genommen echt günstig, wenn es 6 Monate alt ist. Ach so. Also du kannst nicht die aktuellsten Hefte lesen, aber alles, was 6 Monate alt ist und älter. Da kann man ja super nachholen. Ne? Soweit ist für mich, das ist halt das, wo ich auch immer sage, so, wenn du Englisch lesen kannst und nicht alles haptisch haben musst, weil das Schöne ist ja eigentlich, erstens, dieses Zeitfenster mit 6 Monate alt bewegt sich ja nach vorne, dadurch wird der Haufen an Comics, die du lesen kannst, immer größer und sie räumen von hinten auch neue dazu, weil ja immer mehr alter Kram digitalisiert wird. Also dieser Haufen an Comics, die Marvel da hat, die du lesen könntest, wird halt immer größer und du zahlst immer noch den gleichen Preis. Also wenn man sich das erlauben kann, ich habe zum Beispiel viele Omnibusse dann von Marvel gekauft im Nachhinein, weil ich dann irgendwas gelesen habe und dann so drauf war, weißt du was, das willst du dir noch als Sammelband ins Regal stellen und dann
Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum nicht beide Modelle, warum nicht beide Medien Hand in Hand gehen. Das gleiche Thema wie bei Mediamarkt mit CDs oder auch Steam oder so Videospiele. Warum? Ja, aber bei Filmen ist es ja schon oft so. Ja, dass und wie lange hat es gedauert? Ja, natürlich, es hat lange gedauert, aber ich verstehe, weil was versprechen, das kann ja versprechen immer noch Sie kommen. Sich, ja, ich hoffe es, aber versprechen Sie sich davon mehr Einnahmen? Versprechen Sie sich wirklich davon, dass Leute. Ja, du redest jetzt aber immer noch von. Du hängst dich am deutschen Markt gerade auf, ne? Weil wir sagen ja, in Marvel ist es drin, da ist ein Code drin. Ich beziehe es ja aber auch auf alle Comics so. Aber ich meine halt eben auch, was hindert Marvel darauf, ihren Markt halt eben auszuweiten? Was hindert sie daran, eine Marvel-Deutschland-App zu machen, wo du es halt. Es gibt eine Marvel-Deutschland-App. Das wird alles noch aber kommen. Aber es gibt halt diese Comics drin zu haben. Ja, aber es dauert halt alles. Panini will auch anfangen damit, bilde ich mir ein. Ja, hoffe ich doch. Und also ich finde, wie gesagt, das sollten alle Medien machen, halt eben auch Bücher. Ich finde, Bücher sollten das genauso machen. Dass wenn du das haptische kaufst, dass das genau, digitale dazukommt. Genau, dass du direkt das E-Book halt mit dabei hast und es halt. Ich habe mir tatsächlich. Aber dann haben sie ja nichts gespart, deswegen. Du musst ja, also jetzt ja, mal, wenn du der Verlag bist und du musst es trotzdem noch printen und dir zusätzlichen digitalen Gut, haben sie ja nichts gespart. Das ist gut für uns. Natürlich würde ich das auch geil finden. Ja, aber es zu separieren, da verdienen sie ja auch nicht mehr bei, das meine ich. Weil ich glaube nicht, dass der sich das E-Book holt, sich dann auch das haptische Buch im Nachhinein holt. Achso, das, nee, umgekehrt habe ich schon gemacht. Ich habe mir tatsächlich ein, zwei Bücher digital gekauft, ein, die ich zwei, schon habe. Aber weil ich faul war. Aber dir ist aber bewusst, dass das, was du dir wünschst, überhaupt keinen Vorteil für irgendwelche Verlage bringt, oder? Du wünschst dir, dass du in den Laden gehst, das Buch kaufst und gleich den Code für deinen Kindle meinetwegen dazu bekommst. Das wünschst du dir. Jetzt erzähl mir, wo ist da der Vorteil für den Verlag? Er hat nicht Geld gespart, weil er das Buch trotzdem drucken musste und er hat dir die digitale Version noch dazugegeben. Also ich will jetzt nur immer gerade Teufelsadvokat sein. Jetzt weiß ich, was dein Punkt ist. So, na, also es ist halt, da verdienen die ja nichts dran, da sparen die nichts bei. Also im Grunde ist das nur, dass der Code bei Marvel mit drin ist. Aber das wäre ist ja nur dazu da, um dir es in Anführungszeichen so ein bisschen schmackhaft zu machen, zu sagen, so, du hast es haptisch gekauft. Aber du darfst natürlich auch nicht vergessen, dass die Comics in den letzten zwei Jahren einiges an Preisen angezogen haben. Marvel Comics kosten teilweise 4,99 jetzt. Und das finde ich ist also dann schon. Ist, schon das, da muss auch dieser gottverdammte. Und ich habe es jetzt gesehen, ich habe in meinem jetzigen Abo, was heute kam, waren glaube ich 4 Hefte drin. Und ich bin irgendwo bei 30 Euro knapp mit. Also ich gehe fest davon aus, dass deine Marvel-Hefte, was du gerade sagtest, Spidey und was, die sind alle 3,99. Genau. Und ich bin tatsächlich jetzt ein bisschen ruhiger gewesen, weil ich gerade so in so einer, ich glaube, ich befinde mich gerade in so einer, gerade jetzt am Tisch in einer Umdenkphase. Weil momentan habe ich halt echt nur vier Serien im Abo, davon sind 2 Marvel. Dann habe ich halt Back to the Future und Aber wie liegen da irgendwo die Bananen? Wolf. Und ja, davon mal abgesehen, dass ich eben keinen Bock auf diesen Platzding habe, weil alles, was ich in meine Boxen räume, was da in der Tüte drin ist, die hole ich ja nicht raus und lese die nochmal. Weil ich da, wenn ich da suchen würde, wo ist jetzt nochmal Hulk, Heft, nochmal das, dauert es ewig, bis ich es rausgeräumt habe. Und ich habe relativ wenig, also ich habe, glaube ich, eine Regalbreite voll mit Trades. In der zweiten steht Scott Pilgrim und 4 der großen Turtles Omnibus von Eastman und Laird. Ich glaube auch, dass ich vielleicht morgen mir nochmal Marvel Now angucke und vielleicht allgemein auf monatliche Hefte neue digital umsteige, aber alte Trades weiterhin in Papierform kaufe. Also ich finde einzelne Hefte super so. Ich finde das Format cool und es ist einfach geil, die zu haben. Danke. Aber Miriam, bedien dich. Komm her und nimm dir Essen. Können wir dann. Sorry, wenn ich dich jetzt vielleicht in deinen Plan unterbreche, vielleicht dann direkt in die Frage einsteigen mit der Lagerung der Comics, vielleicht einmal kurz. Ich bin aber noch nicht fertig. Danach kann ich das gerne. Nee, ich meine ja danach. Ja, ja. Nicht, dass bei mir du auf dich dein eigenes Schildchen hier haben. Okay, Dennis, red ruhig weiter. Finde ich eine schwere Entscheidung. Weil ich finde, auch ich finde, Hefte sind halt noch was Handfestes. Und sich davon zu trennen, ist dann irgendwo doch schon ein bisschen. Ja, trennen, wegschmeißen würde ich diese. Nee, nein, aber alleine der Schritt ist ja, eine Trennung, zu sagen, okay, ich gehe jetzt auf digital. Genauso wie wenn du eine Serie beenden willst. Ja. Ich habe mir schon 10-mal vorgenommen, die, ich aber öfter die deutsche Panini-Batman-Serie zu beenden. Ich kaufe die halt immer noch monatlich. Wenn ich jetzt sage, ich fange jetzt an, mir bei Marvel Now irgendwie bestimmte Serien zu abonnieren und lese die. Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die halt nicht nochmal kaufe, sondern dann würde ich halt echt ein Jahr warten. Das ist von meiner Gabe. Sie kosten aber genauso viel wie die Print, oder?
Das weiß ich nicht. Ich glaube nämlich, dass Marvel nämlich 1:1 immer noch macht. Und DC sind die, die nach einem Monat geringfügig günstiger werden. Ich glaube, Marvel macht immer noch 1:1. Aber ich werde mich da definitiv mal auch mal hintersetzen. Also die Sache ist ja die, Alvin und ich hatten das beim Comic Barbecue schon mal verargumentiert. Wir haben alle schon geheult fast. Ja, genau. Das Comic-Sammeln ist ein teures Hobby. Ja. Ne? Aber und wie deswegen, du schon sagst, aber es ist ja momentan so. Das erste Trade, womit ich Comics angefangen habe zu sammeln, war halt Planet Hulk. Und dann habe ich mir aber die Serie, die davor, die vor Return of the Monster war, die da, wo Hulk praktisch, ich glaube, 98 oder so anfing mit der 1, da habe ich angefangen und da habe ich sogar dann noch über eBay mir versucht, habe ich Hefte zusammengekauft, die mir fehlten. Mir fehlen jetzt irgendwie noch 9 bis 15 oder so fehlen mir. Aber das mache ich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Mhm. Also ich versuche noch. Ich bin so ein bisschen aus diesem Sammeln raus, weil ich sehe halt auch das Geld, aber ich sehe halt auch das, was du sagst, das ist in 10 Jahren ist es nicht viel mehr wert, selbst in 50 Jahren ist es nicht viel mehr wert, weil es einfach so groß und beliebig geworden ist. Genau. Und auf der anderen Seite ist es halt auch, ja, Platz. Platz ist definitiv, wenn du das erste Mal 6-7 Boxen, die wenn du das erste Mal damit umgezogen bist, dann überlegst du dir schon. Bin ich ja schon. Ja, das ist hallo, ich bin mit meinem ganzen Scheiß auch schon. Und bei mir ist das, vor 5 Jahren habe ich noch gesagt, so okay, PlayStation 3, ich werde mir nie Spiele runterladen. So. Nach 1,5 Jahren habe ich mir eine größere Festplatte gekauft und jetzt auf der PS4 lade ich Spiele runter, wenn sie cool sind, da habe ich auch kein Problem mehr mit. CD auf MP3 und Spotify ist auch normal gekommen. Also gehe ich eigentlich stark davon aus, dass das bei mir mit den Comics auch nur eine Frage ist, wann wird das Angebot so interessant, dass ich sage, okay, jetzt habe ich meine Kisten und da sind genug abgeschlossene Serien drin, jetzt mache ich den Sprung und Trades sind halt wie Bücher. Trades sind halt nochmal was anderes oder so diesen Turtles Omnibus, die Comics sind ja gar nicht digitalisiert, sondern das sind halt wirklich nur großgezogen, die ersten 50, die halt jemals irgendwo aufgetaucht sind. Wenn du die dann im Regal stehen hast, ist das halt noch ein Prestigeobjekt. Ja. Die liest du halt einmal und da sind halt noch Notes drin und sowas. Das ist was anderes, aber so für die monatlichen Dinger, glaube ich, das wird auch eher so ein, also, ich lade es runter oder dieses, was du sagtest mit der Bibliothek, so wie viel Jahre Marvel, die du auch nur in einem Trade bekommen könntest, weil die ja, du kriegst die ja die Einzelhefte. Die kriegst du ja gar nicht mehr. Nee, und dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, um da einfach mal reinzuschnuppern. Mhm. Dann kannst du ja immer noch sagen, okay, ich kaufe das große Buch und höre jetzt auf. Das ist ja genau das, was ich auch gesagt habe. Mal ab, ich muss sagen, also ich gehe, glaube ich, mit meinen Comics auch ein bisschen anders um. Ich bin da nicht so pingelig. Also ich hole meine Einzelhefte sehr oft raus und durchblätter sie oft. Und weil das einfach so ist, weil ich sammle die halt auch wegen der Kunst. Ich blätter sie oft durch und ich zeichne dann manchmal auch was und nehme mir Referenzen so, hey, der koloriert das so. Und dann habe ich es halt neben mir liegen und mal was dabei. Also damit habe ich jetzt nicht so das Problem. Wenn ich das jetzt digital hätte, das wäre... Ich würde auch meine Trades nie verleihen. Niemals. Also bei mir, also Trades verleihe ich auch nicht mehr. Ich habe da mal schlechte Erfahrungen. Verleihe ich nicht. Trades, obwohl ja doch, Schröck habe ich auch schon mal Einzelhefte verliehen, aber der geht damit kein Problem. Der geht ja damit ganz gut um. So, also okay. Ich habe sie bisher nie. Ich verleihe sie natürlich auch immer in Hüllen und allem. Und da schaue ich halt eben auch, dass möglichst viel bei mir auch in Hüllen ist. Aber bei mir ist halt wie bei Annabelle. Ich habe halt noch kein Clean Room, wo dann so eine Schleuse ist, wo ich erstmal desinfiziert werde, bevor ich da meine Comics mit Pinzette raushole. Sowas habe ich halt nicht. Ist es bei dir so? Nein. Aber ich achte schon drauf. Nein, also das ist halt auch das Thema. Außer wenn da jetzt Kerzenwachs drauf ist. Comic sammeln ist, also das ist halt auch dieses Lagern kommt damit zu. Boardest du jedes Comic? Hast du das in Tüten geschlossen? Da haben wir drüber geredet, dass Boarden ja eigentlich voll der Quatsch ist. Weil es Platzmangel. Es gibt Leute, die finden das in Ordnung. Und ich habe das gemacht. Begriff Boarden. Also wenn man den Comic in Hülle packt und gibt es Backing Boards, das sind so. Ach so, die Verpackung. So ein Stückchen Pappe. Das habe ich in meine ersten 400 bis 500 Comics reingepackt und dann sagst du mir, ja, aber eigentlich ohne Backing Board gehen die auch ganz gut. Ich habe 5 Hefte in einer Hülle. So weit würde ich nicht gehen. Aber ich mache es jetzt auch ohne Backingboard, weil Backingboards im Verhältnis zu... Miriam hat unser Kerzenmalheur gerade entdeckt. Also welches Kerzenmalheur? Die Kerze sich hier durchgefressen hat und meine Comics fast ruiniert. So. Also. Ich glaube, dass die Comics ruiniert waren, war den Kopf egal. Wegen dem Teppich. Das ist ja kein Teppich, das ist ein Boden. Nee, wir haben Holzspachtel. Für den Gedanken zu Ende. Was bei Borden?
Deine ersten 50 Hefte? Das ist mich ärgert, dass ich die gebackt habe, weil eigentlich habe ich jetzt das Bedürfnis, in jedem Comic das Backingboard rauszunehmen, damit mehr Platz in den Kisten ist. Aber das sind 7 Kisten und da wühle ich mich jetzt nicht nochmal durch. Ich habe ja schon, ich habe jetzt schon seit 3 Monaten Comics ohne Hülle neben der scheiß Kiste liegen und ich habe keinen Bock, die in die scheiß Hüllen zu packen. Und vor allem Backingboards sind im Vergleich, das wollte ich nicht sagen, Backingboards sind im Vergleich zu Hüllen und Kisten schweineteuer. Diese scheiß Pappdinger, davon 100 Stück, kostet bestimmt 10 Euro, wenn nicht sogar mehr. Also das ist für mich halt auch wieder diese Geschichte mit, sag ich mal, Graden oder ist das eine Wertanlage? Und so weit gehe ich halt nicht. Ne? Außerdem ist das für mich dann halt auch, dass das Borden, als ich das erste Mal darüber nachgedacht habe zu Borden, hatte ich halt so viele Comics schon, dass ich dann, wenn ich die Boards gekauft hätte für diese ganzen Comics, wäre das ein Posten an Geld gewesen, wo ich sage so, nee, das gebe ich jetzt im Nachhinein nicht aus. Ich habe ursprünglich auch jedes Heft in einer einzelnen Hülle gehabt. Dann kam halt die Thematik, borde ich? Und dann kam irgendwann so dieses, ja, weißt du was, eigentlich passt noch mehr da rein und dann ist es auch stabiler und du nimmst weniger Platz weg. Und manchmal sind ja auch, sag ich mal, so, wenn du einzelne Hefte rausnehmen willst, ist ja 5 Stück auf einmal, ist ja auch meistens ein bisschen mehr Geschichte dann gleich. Ist ja nur Gewinn, ne? Das ist Win-Win-Win. Also habe ich 5 Stück in eine Tüte genagelt. Und das ist halt stabil, nimmt weniger Platz weg und alles ist gut. Das Unglückliche ist, das hast du gerade im Grunde auch erwähnt, dass du an diese weggepackten Comics eigentlich nicht wieder rankommst. Nee. Und du sagst halt, du holst sie öfter mal wieder raus. Ja, also bei mir ist halt das ähnliche Problem. Ich wurde zum Beispiel gefragt, weiß nicht mehr, wo was ist. Das haben wir beide, glaube ich, diese Geschichte mit, was ist dein Lieblingscomic oder so. Und dann erwähne ich halt so ein Comic, das ich immer wieder gerne lese. Weil ich es tatsächlich erstens nochmal als Omnibus habe, wo alle drin sind, die gesamte Serie. Und ich habe es auch noch digital als Omnibus. Also ich habe es irgendwo schnell im Zugriff. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so, ja, Preacher ist meine Leib- und Magenserie. Ja, aber die ist irgendwo da in den ganzen Schränken drin. Die habe ich wahrscheinlich die letzten 2-3 Jahre nicht mehr gelesen. Deswegen ist digital ist natürlich auch dann das Thema, dass du halt alles viel schneller im Zugriff hättest und vielleicht auch mal wieder lesen kannst. Aber ich mag es auch nicht missen, wenn ich Comics wegsortiere, andere Sachen wieder zu finden und dann halt mal wieder zu lesen. So von wegen so, oh, wie geil war das. Wir sind auch gerade vom Thema abgekommen. Was war die ursprüngliche Frage? Digital oder? Und also dann digital oder eher auf Bewahrung. Genau, also da sind wir ja eh schon halt drin. Ja, genau. Also ich bewahre halt 5 Stück in einer Hülle und dann in Boxen. Also wenn ich mal irgendwann reich bin, dann hole ich mir einen Butler, der meine Comics... Also ich habe tatsächlich noch nicht eine Box, obwohl ich mittlerweile bestimmt schon 3/4 Box... Also ich habe gar nicht so viel Comics, aber ich würde das... Weiß ich nicht. Ich finde diese weißen Boxen langweilig. Ich habe mal irgendwo auf irgendwelchen... Ja, selber. Zeit. Ja, warum nicht? Ja, ich habe mal geguckt, ob man die irgendwie so gebastelte kaufen kann oder so, aber... Ja, ich habe halt auch im Vergleich zu euch natürlich wahrscheinlich noch sehr, sehr wenig Comics, aber es liegt halt auch daran, dass ich Einzelhefte nicht so gern habe. Also ich habe auch lieber die Trades. Hatte ich auch zuerst. Und so Sachen und davon habe ich sehr viele. Also wirklich mittlerweile vergleichbar viele. Das habe ich erst vor kurzem festgestellt, wie viele tatsächlich. Und von den Sammelheften sammle ich ja auch zum Glück aktuell, glaube ich, sowieso nur 2 Serien und zwar halt eben Batman und was sammle ich noch? Batman? Ach genau, Spider-Man. Wo ich aber auch bei beiden aktuell überlege, also wo ich dann den Schlussstrich ziehe und die vielleicht auch erstmal aussetze und aufhöre. Deswegen habe ich auch noch keine Kiste, obwohl ich mittlerweile so viel habe, dass eine Kiste mittlerweile nötig wäre. Ja, und wie bewahre ich sie auf? Ich habe es eine Zeit lang, habe ich sie auf meinem Schrank aufbewahrt, auf meinem Ikea-Schränkchen, wo auch meine ganzen Spiele und Bücher drin waren. Dann ist mir irgendwann, als ich wieder ein Heft gesucht habe, was natürlich ganz unten war, weil sie waren oben drauf gestapelt, ist mir halt aufgefallen, dass ich einerseits die Hefte ein bisschen durchbiegen, dann habe ich sie alle runtergenommen und dann ist mir aufgefallen, dass sich der gesamte Schrank so komplett durchgebogen hat und ungefähr so schief stand, also von der Wand weg. Unten war ja so viel an der Wand, oben war ja so viel an der Wand. Das war ein Problem, weil ich dachte, wenn der zusammenkracht, dann geht ganz viel in die Brüche. Comic sammeln ist kein Spaß. Ja, dann habe ich, dann bin ich zum Ikea gefahren, habe mir 2 so hüfthohe Schränke geholt. Die habe ich voll genagelt. Ich habe nur alles vom Schrank runtergeholt und beide komplett neuen Regale waren voll. Da habe ich gemerkt, wie viele Trade-Bände ich jetzt eigentlich habe schon. Und jetzt sind da oben nur noch die Einzelhefte lagern da oben auf dem Schrank wieder, aber halt deutlich entspannter. Ja, und gut, ich weiß, sobald ich umziehe... sobald ich umziehen werde, was halt für ein kommendes Jahr, wo definitiv halt ansteht hier nach Düsseldorf,
eine mindestens. Also, falls ihr das nicht seht, jetzt in der Kamera, Miriams Gesicht ist ungefähr jetzt diese Farbe. Ja, sie weint fast. Wird definitiv beim Umzug nee, wird halt wirklich eben ein Comic-Raum oder ein Sammelraum halt berücksichtigt. Ja, also der ist halt zum Glück mit meiner Frau, die halt eben auch Sammelleidenschaft hat, eben für Mangas und anderes Gedöns, also abgesprochen. Sie ist halt derselben Meinung, wir werden halt mindestens eine Drei-Zimmer-Wohnung haben, wo ein Zimmer ein Hobbyraum sein wird, wo halt eben der gesammelte Scheiß aufbewahrt wird in einem Raum. Ja, ich habe tatsächlich bald Probleme mit meinem Platz. Also ich habe es momentan so, dass ich ich habe so zwei schmale Bücherregale und da sind zwei solche Fächer schon voll. Aber das passt alles so. Ich kann da noch ein, zwei Hefte reinquetschen, aber dann habe ich wirklich keinen Platz mehr. Aber das Ding ist, ich sortiere unheimlich gern. Ich sammle auch Figuren. Ich finde, es macht einfach Spaß, auch Comics zu sortieren, Bücher zu sortieren. Ich räume das alle paar Monate um. Ein bisschen Käse. Und Miriam macht schon. Ja, ich habe auch kein Problem damit, meine Bücher da rauszuschmeißen und die Bücher erstmal woanders zu verfrachten. Das ist bei mir immer so Stimmung. Manchmal denke ich, scheiß drauf, ich schmeiß die Bücher in den Keller und dann wiederum, ey, ich finde die Bücher gerade cool, ich hole sie wieder hoch und stelle sie mir wieder hin. Ja, Keller habe ich immer Angst, weil Keller habe ich immer Angst vor Feuchtigkeit. Das ist das Ding, ich lege halt keinen Wert auf, also ich zerknick die Bücher, ich habe kein Problem damit, dass da so diese Buchrückenknicks reinkommen oder so. Also... Ja, ich habe auch kein Problem damit, dass sie gelesen aussehen, dass sie halt wirklich... Ich habe mir jetzt tatsächlich... Ich sehe immer, wie Simon die Buchseiten, wo dann Knick reinmacht, anstatt ein Lesezeichen reinzumachen. Oh, Alter, was? Fand ich auch immer schlimm. Wir brechen sofort, aber ich suche den jetzt. Fand ich auch immer schlimm. Aber mittlerweile mache ich das auch. Aber auch aus dem Grund, weil... ich habe teilweise die Bücher in ungefähr vier verschiedenen Ausgaben, manche. Und manche habe ich dann auch nochmal digital. Und da ist es mir dann im Grunde nur Wumpe. Nee, ich sehe sowas. Nee, ich finde es okay. Bücher sind Geschichte. Halt ich finde das toll, wenn Bücher Geschichte haben. Ich habe zum Beispiel ein Buch. Du weißt, dass du das Ding da auch reinkriegen musst. Das habe ich wochenlang, bin ich immer rausgegangen an so eine Aue, die wir damals hatten, und habe da immer unter so einem Baum gelesen. Und das habe ich dabei gegessen und ist mir halt so ein riesen geschmolzener Schokofleck drauf. Man denkt zuerst, aber wenn ich das Buch jetzt durchblätter, denke ich, ach, das war eine schöne Zeit. So. Weißt du, das ist für mich einfach Geschichte. Ich hatte mal auch ein Buch, ich habe früher gern in der Wanne gelesen, aber als Bücher halt auch noch, als Bücher quasi nur ein Hobby waren, noch keine Leidenschaft, als ich halt angefangen in meiner Anfangszeit vom regelmäßigen Lesen und freiwilligen Lesen außerhalb der Schule, und da habe ich halt immer sehr gern in der Wanne gelesen, weil im Badezimmer sowieso immer gern gelesen, Badezimmer ist ja die kleine Bibliothek des Mannes. Und da ist mir tatsächlich ein Buch, das ist sogar ein Alien-Buch, Symphonie des Schreckens, wenn ich mich nicht irre, in die Badewanne gefallen. Und dann habe ich es dann über einen Tag lang auf der Heizung im Badezimmer getrocknet. Dementsprechend sah es halt so aus. Also aus einem flachen Buch wurde quasi so eine Buchblume. Also wo halt wo die Blätter direkt fünfmal mehr Platz. Also ich glaube, die Raumaufteilung ist hier schon ganz gut so wie es. Heute bin ich ja ganz anders. Heute behandle ich die Dinger halt echt wie den Heiligen Gral. Ja. Aber früher war es mir halt noch egal. Vor allen Dingen, wo wir jetzt zum Beispiel schon sind, lesen auf dem Klo. Also ich habe das tatsächlich auch mal gemacht. Ja, das mache ich auch, aber danach werden die auch eingespeist. Genau, die werden halt wieder mitgenommen. Die werden nicht im Bad liegen gelassen. Nee, das ist der Unterschied. Ich könnte halt nie ewig lang auf der Schüssel sitzen und Passagen im Buch lesen. Deshalb habe ich mal Einzelbände. Nenn mir mal im Haus einen ruhigeren Ort als das WC. Mein Bett. Nee. Doch. Da kriege ich ja... Nee. Also im Bett lesen... Da kommen wir gleich noch zu. Okay, ich will mal eine Klogeschichte erzählen. Das will auch jeder hören. Eine Klogeschichte? Ja. Und zwar Annabelle Klogeschichte. Ich verbringe halt nicht viel Zeit auf dem Klo. Ja, das geht schnell. Und deshalb habe ich da mal Einzelhefte hingelegt. Aber die werden leider sehr, sehr schnell wellig. Aber selbst ein Einzelheft hast du nicht so schnell durchgelesen. Nee, siehst du, also geht's bei dir auch nicht so schnell auf dem Klo. Oder liest du die nicht in einem Rutsch dann? Nein, ich meine natürlich, ich brauche nicht so lange wie für ein Einzelheft. Mein Gott, das ist eine Geschichte von 5 Minuten und... Aber ich meine nur... Aber wo liest ihr denn? Wo liest ihr denn? Außer auf der Couch? Auf dem Sofa. Auf der Couch oder auf dem Klo? Echt, also aktuell auf dem Klo. Ja, im Urlaub, auf dem Klo, dann auf meinen Fahrten immer zwischen Hamburg und Düsseldorf lese ich halt sehr viel oder versucht, weil da habe ich halt immer 3 Stunden. Da habe ich immer Probleme mit. Weißt du, ich habe auch während der kurzen Bahnfahrten immer Einzelhefte mitgenommen, aber die sind echt in meiner Handtasche nicht gut aufgehoben. Weil du auch keine Tasche oder keinen Rucksack hast, du hast halt einen dieser Frauenmüllbeutel unterm Arm halt. Da sind sie natürlich nicht gut aufgehoben. Deswegen, was da hilft, ist, tu sie in Plastik aus. Tu die Bücher in Plastiktüten, da kommt auch nicht so schnell Knicks. Ich habe immer eine große Zeitschrift dabei und da klingt das Buch drin.
Nein, noch keine Werbung. Ich doch noch kurz. So langsam, so langsam. Ja, ja, ja. Da muss Dennis, du sitzt ja nicht so lange, kann Dennis aber sicherlich sagen, vielleicht auch der Blitz. Stunden. Was beim Klo aber wieder gefährlich werden kann, das kann zur Todesfalle werden, wenn die du Beine die Zeit unterschreibst. Genau, und dann versuchst du aufzustehen, dann liegst du ganz schnell auf der Nase. Na, wenn du ein richtig... Wie, beim Sitzen schlafen merkst. Euch die Beine ein? Ja, weil die Klobrille drückt ja ein bisschen das Blut ab in den Beinen. Ne. Ja gut, du sitzt ja auch 5 Minuten, sitzt mal eine Stunde das drauf. Ist ja, gut, eine Stunde ist jetzt aber auch schon, ist auch schon übertrieben. Ne? Das ist das so bequem, dass du so einfach hängen zu lassen? Ja, wenn du dich halt im Buch vertieft hast. Also bei mir ist die Heizung genau vor mir und die Klobrille ist aus Holz. Das ist schon sehr gemütlich. Es ist ja auch wie ein Schreibtischstuhl. Ist das nicht unhygienisch? Das Klo muss einfach richtig eingestellt sein für deine Beine. Dann läuft das auch. Sag ich jetzt einfach mal so. Ich meine, und wenn ihr dann macht, sitzt ihr da etwa eine Stunde lang drauf? Ich habe über die Einrichtung meiner Klobrille Gedanken gemacht. Vielleicht ist das Hallo, mir sind die Beine nur wenn ihr so lange auf Klo sitzt, also... Hast du denn eigentlich mal eine Hose an? Kackt ihr denn und sitzt da eine Stunde lang drauf, bevor ihr das Klo verlasst, oder spült ihr und bleibt drauf sitzen? Herzlich willkommen beim Comic Raclette. Also, guten Hunger. Also, ja, warum sitzt man da so lange? Das ist doch eklig. Ja, ich glaube... Ich habe da Ruhe. Ja, wartest du denn? Ich habe doch als Kind Gameboy gespielt drauf. Sagst du denn, oh, ich muss in der Stunde auf Klo, ich sitze jetzt hier? Nee, ich glaube, nee, es geht schon. Du sitzt ja also danach. Wenn was passiert mal, ist, was kommt, dann... Ja, aber das ist doch super eklig. Egal. Also, nee. Du kannst natürlich auch zwischendurch mal spülen. Also, das ist ja noch ekliger. Drauf sitzen und dabei spülen, sodass hier alles schön... Alles gut bei dir? Nein, es ist halt so, wenn du es selbst nicht mehr aushältst... Ich esse noch so eine Peperoni. Wenn du es selbst nicht mehr aushältst, in dem Sinne, dein Fännchen sieht super aus. Ich hoffe, du hast noch Hunger. Nee, warte mal geduldig. Essen hättest du das auch schon vorher gekonnt, aber... Nee, nee, lass du noch mal ein bisschen. Na okay, Redeführerin, ich glaube, du musst jetzt zur Werbung berufen. Ja, okay, Werbung, bevor es noch ekliger wird. Wir gehen mal alle aufs Klo in der Werbung. Während ich diese Banane schäle und sie esse, aber das seht ihr dann nicht mehr.